Gott, die nächsten Burger haben 8 Beine. Und wir müssten sie erst mal anschalten. Hey, Level 10, wuhu. Was so ein bisschen Massenmord bringt, ne? Wenn das so weitergeht, sind wir mit den Talon gleich auf Ornert. Da kriegen wir bessere Preise und Kram. So. Die Talon, unsere ehemaligen Nachbarn? Die Eingeborenen, ja. Die freundlichen Herren, auf die du immer geschossen hast. Du weißt schon, dass ich da ne, noch eine Rechnung offen habe. Du hast ja aber auch angefangen. Nein, habe ich nicht. Es waren böse Nachbarn. Haben immer die Musik so laut aufgedreht und so, ne? Ja, ja. Und sie haben ihre Manbett mitten in unseren Vorgarten scheißen lassen. Blöde Spinne. Ja, schickst du zu mir. Ich hab da gerade so, ne? Und ja. Kann man noch nicht mal in Ruhe hier durch die Gegend latschen. Ein bisschen nach Osten, dann können wir da nochmal ein bisschen scannen. Weil im Osten ist am Osten, oder wie? So, wo hättest du gerne den zweiten Turm hin? Ja, also rechts oder links, also, ne? Das kannst du dir jetzt dann aussuchen. Ich habe 3 Plattformen gebaut, da kannst du sie draufstellen. Ja. Aber so, das den ich halt gegen diesen brachialen. Ja, willst du mit der Optik gleich mal sagen, ne? Hier läuft das Geschäft. Brachial ist das Wort der Stunde für solche, ne? Muss ja auch mal, ne? Wir müssen ja auch Angst und Schrecken verbreiten hier. Aha. Dann fang schon mal an. Oh, ich habe ein Village gefunden. Wir hatten ja ein CPU-Limit. Ja. Ich baue die Minigun auf. Braucht die weniger, oder was? Die braucht bedeutend weniger. Der Turm braucht mal eben 8600. Ah. Der Geschützturm. Deswegen vielleicht die Basen auseinanderziehen. Spezialisierte Gebäude. Wir brauchen nur eine. Das nächste, was wir bauen, ist ein Capital Vessel aus. Ja, das Minigun braucht bloß 2800 CPU. Ah, okay. Minigun ist besser, ja. Ja, also 8600 oder 2000 noch was. Ja. Ja, doch ein geringfügiger Unterschied. Ich bin mal gespannt, wie der solche das realisieren will. Was? Mit der Basis. Der Porsche stimmt dann gleich aus. Was Level gibt's denn eigentlich? Bei der Basis, wo ist es denn? Ab Level 7 kann er schon die T2-Erweiterung bauen. Ja, also wir sind bereits bei über 50%, die wir verbaut haben. Und die Toilette steht noch nicht mal. Ja. Ganz solche hat ja Level 7 schon, oder? Das ist eine gute Frage. 10 Punkte für Gryffindor. Dauert das recht lang, Level 7. Also Statistik sagt, 47.329 haben wir verbaut und 80.000 haben wir. Ich habe gerade Level 4 im Moment. Okay, ab Level 7 kannst du die T2-Erweiterung bauen. Oh, ja. Jetzt wurde ich vergessen. Die Level halten ja, so schnell. Ah ja, beim Bauen ja nicht. Hilft irgendwas gegen Gift? Ah, dann muss ich das hier nehmen. Ja. Gut, was soll's. Opa hat auch immer gesagt, vor nix kommt nix in seine Pillen gefuttert. Irgendwann kriegt man das alles wieder rein. Ja, das ist eine Investition in die Zukunft. Ja. In wessen? Ja, in deine und meine solche. Ach. Ich wollte jetzt zumindest wieder ganz zurückkommen. Also bis auf 50 Kilo Fleisch habe ich aber nicht viel dabei. Zieh mitnehmen. Hallo Kumpels, wir sind jetzt befreundet, ne? Ja! Yeah. Bros for life! Da ist das Pflanzlicht. Erstmal ein Bier. Kein Bier vor 4. Aber es ist immer vor 4, theoretisch. Ja, das gleiche Problem wie mit den Gremlins. Was tut man denn da? Gebt ihnen einfach gar nichts zu essen und zu trinken. Irgendwo ist immer gerade Mitternacht. Ja. Und irgendwo ist immer vor und nach Mitternacht. Das ist knifflig. Es geht runter. Dieser Berg geht mir auf die Klöten. So, ich hab dich gesehen, Spinne. Wir müssen hier mit unseren Nachbarn noch gute Beziehungen und so, ne? Du verstehst das sicher, dass du dafür sterben musst. Tötest du da Spinnen? Ich töte Spinnen, ja. Für die guten Beziehungen? Ja. Finde ich gut.
Das ist bisher bei den meisten Fraktionen der beste Weg, um Punkte zu sammeln. In deren Gebiet einfach Viecher. Ja, Raubtiere. Nicht die normalen Viecher. Da sind sie eventuell böse. Ja, aber alles, was Raubtier ist, Raptoren, Spinnen, Bug. Telluropods. Einfach bei denen im Gebiet wegmachen. Aber vielleicht wächst dann irgendwann nichts mehr nach. Schon gut. Ist schon tot, okay. Wie weit sind wir denn? Ja, da kommt sie doch noch. Kommt wieder angeschlichen, ne? Kackspinne. Jetzt wollte ich doch gucken, wie weit wir sind, ne? Die merkt es, wenn ich das Menü offen habe, glaube ich. Ich bin noch mehr angekommen. Mehr Pack. Das ist gemein. Da hinten ist eine Rettungskapsel. Oh, ich kann T2-Zeug. Nein. Nicht Raptor. Leck mich am Pöter. Eingeladen waren nur die Spinnen. Bau dir eine Pampe. Bau dir Pampe. Die Pampe produziere ich selber. Ich glaube, ich bestehe sogar zum größten Teil aus Pampe. Ich bin auf dem Pampe in einem Fleischsack hier. Sag dir auch so, eine Pumpe ist eine gute Investition. Ich weiß. Aber der Strom lief vorhin noch nicht. Die Pumpe konntest du am portablen Konstruktor bauen. Sag's mir doch! Wie lange spielst du wieder denn jetzt schon? Keine Ahnung, ich hatte immer recht schnell so einen normalen Konstruktor und so, ne? Deswegen habe ich mir da keine Gedanken gemacht. Weil vorhin, wie ich noch unterwegs war, da habe ich mir nämlich gerade beim portablen Konstruktor gebaut. Ach, das Simulationskiste ist ja schon. Jetzt mache ich den Raptor mit dem Survival-Tool-Blatt. Ja, solange es immer schön nach hinten weitergeht, ne? Bist du alleine? Ich hoffe es doch. Nee, die Raptoren sind normalerweise mit zweit, mindestens. Wenn's, ja, aber an meinem Arsch war jetzt nur einer. Also vielleicht ist der andere irgendwo runtergerutscht oder so. Hast du Glück? Ja, kann sein. Ich höre auf jeden Fall nichts hinter mir zischen. Oder sagen wir, wenn, dann ist es nur mein Motorrad. Moment, Pflanzenfasern immer gut. Könnten wir uns vielleicht auch so ein kleines Baströckchen draus machen? Der Xerox gefunden. Das Silikon. Was hast du? Xerox gefunden. Ah. Ja. Oh, und da geht's natürlich komplett durch. Ich glaube, ich gehe mal noch runter. Das tue ich mir jetzt nicht an. Da vorne ist nämlich irgendein Außenposten. Ein Auspuff. Davon habe ich auch einen. Na, ich würde gerne noch gucken, was das Legacy-Ding da drüben ist. Ach so, das ist der Reaktor, den der Shena gefunden hat. Okay. Shena, hast du denn schon Pflanzenpötte? Ja. Der Haus- und Garten-Shena. Dann gehen wir mal runter und bauen unten, oder? Wie komme ich jetzt doch mal aus dem verdammten Geschütz raus? F. Ach, ja. Wenn man sich halt remote einloggt in die Dinger. Gefangen im Geschütz, besser als gefangen in der Toilette. Dann kannst du aber auch theoretisch, glaube ich, mit P wieder raus. Nee, da gibt er einem bloß okay Zugriff. Okay. Ja, denn. So, da kommt wieder die Stimme durch. Dann kommt man in die ganz normale Verwaltung rein. Ah, hallo, Kinder! Oh. Ja, das ist noch mehr Kupfer, weil das Mu will ja schon unbedingt in den Weltraum, bevor wir ein Abbaufahrzeug haben. Ich bin das Abbaufahrzeug! Helmien, guck, dass wir einen größeren Konstruktor kriegen, mach mir einen Bohrer und dann gehe ich so abbauen. Okay, ein Handbohrer ist natürlich auch gut, aber ich glaube eine HV... Ja, okay, für später, wenn wir dann die Lasergeschütze haben. Aber ich habe sogar mal gehört, die sollen sogar im Weltall funktionieren, habe ich noch nie ausprobiert. Flieg da hoch, such mir die Asteroiden und bau die per Hand ab. Gib dem Mann ein Raumschiff und eine Spitzhacke. Krieg ich schneller und einfacher das Material zusammen, als wenn ich hier durch Xerox-Gebiet oder so fliegen muss. Ja, aber man kann natürlich auch frech sein und sich unter die durchgraben. Das habe ich in unserem Safe Game sehr häufig gemacht. Ja, für ein Raid oder so ranzugehen, um irgendwo an eine Basis oder so ranzukommen, okay. Und nie die Bäumchen vergessen. Mal gucken, nimmt noch alles auf. Es nimmt noch alles auf, gut. Ja, bevor man halt wieder irgendwie Ausfall hat, ne? Ja, guckt mal halt mal auf OBS. Ja, das.
und wieder Downhill Racing. Ach ja. Schwimmen, schwimmen, schwimmen. Ja, mach's wie die Dory, ne? Schwimmen, schwimmen. Einfach schwimmen. Schwimmen, schwimmen. So, jetzt schauen wir mal, was der hier der Kieselstein für Eingeweide hat. Können wir eine Pistole bauen? Scheiß Spritzarschkäfer. Die müsst ihr schon längst bauen können. Was denn? Die Farbpistole? Ja. Also, das ist richtig schön. Also, ich konnte sie herstellen. Oh, ich hab's in meinen Auftrag gegeben. Pflanzenfasern, ganz viele Pflanzenfasern und Proteine, das gibt mehr Bandagen. Dann lohnt sich's auch mal wieder ein Einschussloch zu haben. Ach ja, die Corn Dogs, ne? Wir hießen die ja doch Corn Dogs. Und heute so einfallsreich Pflanzenprotein. Ja, ja, komm, mach noch einen Riegel. Die 100 Meter ist mir schon nah genug. Eine Schnagenuke? Ach so, nicht nah genug. Bin ja jetzt eh gespannt. Die Basis sieht ja jedes Mal anders aus, wenn ich zurückkomme, ne? Ja. Das ist nicht die Basis, die du suchst. Ja, weil die sah vorher noch ganz anders aus, ne? Schnittzeug. Ach, sind nur 5 Kilometer. Nur. Ah, so viel habe ich auch mal abgenommen. Silikon, 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 Silikon. Bam, bam. Ach ja. Ein bisschen Silikon habe ich auch schon gefunden. Nur noch kein Kupfer. Geh ans Set von Baywatch in den 90ern, ne? Kupfererz war, glaube ich, da oben. Ja, da sind 3 Vorkommen. Aber ohne Bohrer ist halt ein bisschen ätzend. Ah, ich sehe schon, das Geschütz steht. Gut, gut. Und irgendwas schießt auch schon. Ich stell die Geschütze ja gern um, dass sie nur auf die Zyrex schießen, ne? Nicht auf die Beutetiere. Beute ist automatisch ausgeschaltet. Okay. Weil das fühlt sich für mich immer so ein bisschen wie Verschwendung an. Ja, wahrscheinlich schießt das Ding dann auf die Spinnen und Bugs, was da oben immer wieder auftauchen. So, ich habe Eier mitgebracht und etwas Gemüse und ganz viel Fasern und Zähne und Zeug. Und sogar einen Detox-Kit, den ich gefunden habe in dem einen Poi. Hey. Und 700 Stein und ein bisschen dies und jenes. Leider keine epische Waffe. Okay, aber das wäre auch zu einfach, wenn die da einfach irgendwo im Gemüse liegen würde. Und ihr wisst ja, ausschalten, wenn ihr was nicht braucht. Weil Energie sparen. So, Shotgun hat er gesagt, ja. Das Geschütz hat einen Raptor erledigt. Also steht's wohl auf Predator zumindest. Ja, auf Jäger. Also ja, ja, Deutsch-Englisch. Ganze Geschichte. Wir bräuchten bitte auch noch ein Multitool. Jawohl. Und Bohrer geht mit dem hier noch nicht, ne? Ja, sieht so aus. Obwohl, doch, hier kann man die Bohrer für die Fahrzeuge bauen, aber... Huch, da ist was runtergefallen. Ah doch, der Drill braucht aber eine Energy Matrix. So, die haben wir nicht. Können wir nicht einfach irgendwo eine Steckdose plündern? 102 Punkte habe ich wieder. Ja, LAN Prometheum Fuel Pack Large. Ventilator Wireless Connection. Wasser fehlt. Das ist draußen im Meer. Base Fuel Tank T2 Large Generator. Advanced Constructor. Soll ich einen bauen? Ne, da haben wir wahrscheinlich das Material nicht, ne? So eine Scheiße. Polarized Hull Shield. Nächste Mal. Mann, verbesserter Konstruktor meinst du, der für Stufe 10? Ja, das ganz große Teil. Ich glaube, den brauchen wir jetzt noch nicht. Oh ja, das braucht auch Kobalt und so. Das müssen wir erst looten. Ja, wie kriegen wir dann den Scheiß? Den Scheiß? Bohrer. Looten. Wenn ich es gerade richtig gesehen habe, Werkzeuge, Bohrer, brauchst du. Ah, du brauchst den großen Kunst. Tja, den haben wir. Ja, wenn der große da ist, dann kann Lossel mal loslegen. Ja, aber uns fehlt Energiematrix, um den zu bauen. Den Rest haben wir. Und die looten wir normalerweise im Normalfall am besten irgendwo. Gibt's vielleicht auch in ein, zwei von den Poys, die nicht wirklich bewacht sind? Also, wenn wir das Glück haben, da über irgend sowas zu stolpern.
So, endlich auch mal eine halbwegs gescheite Waffe, ne? Ah, das ist gut, die UCH Heidelberg, da kann man ein bisschen was abgreifen. Ja, da bin ich gerade auf dem Weg hin. Titanium und so weiter, ne? Bin ich gerade auf dem Weg hin. Muss. Und Antriebe. Und in den Antrieben ist Neodym. Und das haben wir ja, glaube ich, auch noch nicht so wirklich. Verschiedene Wachstumszeiten und Erntemengen. Wie kann das Kraut es wagen, nicht zur gleichen Zeit reif zu sein? Allerdings, was haben wir schon für Druckmittel, um das Kraut, ne, so ein bisschen schneller zum Wachsen anzuregen? Deine Frau ruft nach Herald. Hm? Nein, nicht nach Herald, nach Hera. Hera! Das Gegenstück zu Yo, Anubis! Shira, Shira. Die Frau mit den Federn. Zum Glück hat sie keinen Schnabel. Ja. Endlich mal bewaffnet hier so ein bisschen, ne? Tena, guck. Tena, guck. Tena, guck doch. Das ist mir wichtig, Tena. Guck. Oh. Oh, du hast ein Assault Rifle, das ist schön. Ich geh dann mal wieder. Gut, dass wir drüber gesprochen haben. Hm? Die Sache ist geklärt. Assault Rifle. Schalten die Pumpe ins Gesicht. Die aus deinem Fischteich. Ja, mit sowas wie der Pumpe treffe ich doch nicht. Deine Pumpe riecht's gut. Oh, da schwebt eine Munitionskiste an der Decke. Verkehrt rum, sodass alles rausfällt. Ich wollte sie nicht auf den Boden stellen. Das ist übrigens so erstmal nicht im Weg da oben. Hey, ich habe ein Multitool. Ich bin schon jetzt quasi ein bisschen fortschrittlich. Auf dem Level der anderen. Ja, endlich war angekommen, ne? Ach ja, schön, schön. Interessant. Also der Seuche, der baut uns hier wieder eine Villa, ne? Ja, gut. Solar habt ihr nach Osten ausgerichtet. Das ist nämlich clever. Solche baut eine Villa. Hoffentlich mit mehr als einem Klo. Nein, ein Dach. Man kann maximal 15 Solarpaneele aufstellen, ne? Also nur zur Info. Also ein paar Kapazitäten wären doch frei. Ach, und da haben wir schon eine Mini-Farm. Naja, okay, die Anfänge davon, ne? Okay. Ja, was bleibt mir dann übrig? Ich gehe mal in ein anderes Gebiet. Da unten, da soll auch noch mehr Promethium sein. Ja, es könnte sein, dass das Mu bei der UCH Heidelberg mehrere Energiematrixen findet. Dann können wir die Bohrer bauen. Aber ich guck trotzdem mal, was da unten noch so ist. Warum fahre ich nach Osten, wenn ich nach Süden will, ne? Sachen, die Welt nicht weiß. Wer hat das Ding hier oben drauf gestellt? Welches Ding? Meinst du den Schena? Das da. Wieso ist das bei dir? Ich wundere mich, wo das Ding hin ist. Warum hast du das da oben drauf gestellt? Das war... Ich wollte das auf die andere Plattform stellen. Das war bestimmt ein unabsichtliches Versehen. Im Gegensatz zum voll absichtlichen Versehen. Nein, ich habe definitiv auf die andere Plattform gezielt und es war nicht da. Ich habe mich gewundert, ist im Inventar, ist das Ding denn ist überhaupt irgendwo angebracht? Von welchem Ding reden wir denn eigentlich? Von einem Geschütz? Ja, ja. Okay. Von diesem Geschützturm. Da könnten ja die Drohnen jetzt kommen, ne? Außer es fehlt noch die Munition. So, versuchen wir das Ganze nochmal. Nochmal, nochmal! Aber eins muss ich dazu sagen, die Drohnen und die Truppentransporter sind ein bisschen zäher geworden im Vergleich zu früher. Jetzt steht es da richtig. Also wenn es der Truppentransporter hinkriegt zu landen, dann weiß man, es ist Zeit für ein weiteres Geschütz. Einmal nachgeladen. Ach so, stimmt. Ja, ohne Munition schießen die Dinge nicht. Doch noch auf dem Kopf. Was, die Heidelberg? Ah ja, die ist ein bisschen seitlich abgestürzt. Rum, rum, Torpedo-Ossel. Torpozzle. Pflanzenfaser entnehme ich immer gerne mit, solange wir sie noch nicht angebaut haben. Weil die braucht man ja für Bandagen und Munition und so. So, Anzahl an Pflanzenfasern beten. 1. Du wirst gleich beten? So schlimm sind wir doch nicht. Was allerdings toll ist, die Sachen von der eigenen Farm, da kriegst du jetzt mehr raus als früher. Da kriegst du nicht immer nur ein Stück. Ja, man muss auch gucken, so ein bisschen die Wachstumszeiten und was man dann dabei rauskriegt. Mhm.
Ja, und hier wäre das radioaktive Gebiet. Ich würde ja reingehen, wenn wir schon eine Dusche hätten. Wieso wird das nicht hergestellt? Weil der Konstruktor aus ist? Wieso ist der Konstruktor? Habe ich recht? Wieso ist der Konstruktor aus? Tja. Weil der Ursel aus. Nur wenn er nichts zu tun hatte. Kein Eideln, ne? Ja, da sind bloß Sachen drin gewesen zum Bauen, ne? Ja, nee, der war bei mir fertig. Sonst hätte ich nicht ausgeschaltet. Ja, ich warte auf meine Sachen. Ja, da musst du immer gucken. Rot heißt aus, grün heißt an. Einmal mit Profis. Naja, hier, ne? Das musst du halt noch lernen, damit du auch ein Profi wirst. Ja, Smu, kennst du einen Ersatz für Ursel? Nee, gar nicht. Keinen, der so gut spielt und alles weiß. Und Admin machen kann. Ich wollte gerade sagen, keiner will einen Server haben. Also einen Home-Server hast du theoretisch schnell aufgesetzt. Ja, immer diese kleinen Probleme. Spiderschwein, Spiderschwein. Ach, was immer ein Spiderschwein macht. Ich kann hell sehen. Das wäre besser, wenn du im Dunkeln sehen könntest. Abends im Bett was lesen, ohne Leselampe. Wieso, wusstest du, dass ich das singen werde, oder was? Nein, aber ich weiß jetzt die Reaktion von der Belly. Ach, das war doch noch nicht mal richtig gesungen. Das war... Es war ja quasi ein Rap mit null Elan. Belly zu müde. Belly schlafen. Ah, da unten ist noch ein Legacy-Poi, bei dem wir noch nicht waren. Ach, der ist mitten im Verstrahlten. Das wird so eine Helix sein oder so. Ist ein sehr gutes Ziel, um am Anfang zu looten. Vor allem, wenn du einen SV hast, hast du null Gefahr dabei. Ja, jetzt bin ich doch im radioaktiven Gebiet, aber ich muss mir das halt angucken, ne? Ich muss wissen, ist es eine Helix? Oder was ist es? Ja, komm. Unknown Artifact. Okay. Ich glaube, da spawnen zwei von den Total Horrors und dann hat man eine seltene Lootbox. Also für den Anfang auch keine schlechte Idee. Hallo? Wieso bin ich jetzt durch eine geschlossene Tür gefallen? Ich weiß nicht. Hast du in letzter Zeit ein bisschen zugelegt? Wir sind hier Missy Erde im Weg. Dann bau sie doch weg. Genau, schnapp dir einen Spaten, steht hinten in der Hütte. Welche Hütte? Ja, die Baumleiter. Na, meinem Garten. Er ist nicht groß, aber es ist mein Garten. Es ist nicht groß, aber es ist meiner. Es gibt viele Gärten wie ihn, aber das ist meiner. Es gibt keinen anderen Garten wie meinen Garten. Oh shit, schon bei 0,4 Radioaktivität. Ne, solche, also Wunsch hier, Dusche. Bau eine, ich stell sie dir auf. Ich bin doch gerade gar nicht daheim, Schnuckelsche. Aber brauchst du ja nur so einen Dekorationsmöbelblock, glaube ich. Haben wir denn schon Sachen dafür? Ja, ich glaube, das braucht nur Holz. Man kann schon Dekorationen bauen. Dass du das noch nicht entdeckt hast. Ich habe extra nicht geguckt. Das war Absicht, das war Taktik. Nein, das war ressourcensparend. Deko, ich komme. Ich baue den großen Ring wieder ab. Ja, aber wieso das? Wo ist es denn? Moment. Die Kategorie ganz rechts. Ja. Holzlatten. Mhm. Auswahl ist nicht groß, aber sie ist vorhanden. Nehmen wir hier die da mit. Meiste da rein. Oh, Gold. Ich hab Gold gefunden, aber viel wird's nicht sein, ne? Das hier, technische. Die Geräusche in dem verstrahlten Gebiet, da denkst du auch wirklich, die ganze Zeit steht was neben dir. Und das Blöde ist, da gibt's ja diese Stealthy Creel-Viecher, die dann einfach ankommen und dann stehen sie wirklich auf einmal da und ja. Da bist du gegessen. Ach, wir haben wieder keine Energie. Ist ja auch dunkel, ne? Die Solarzelle sagt nein. Dann mach's Licht an. Oder schalt die Sonne an. Da bin ich meistens eher froh, wenn sie fast aus ist. Aber nicht bei Solarenergie. Dann nicht. Ist doch hell. Redest du von wegen dunkel? To your health, to your dunkelt. War nicht unterlaufen.
scheiß Geräusche, aber ich will das Gold schon mal mitnehmen, wenn ich schon mal da bin. Meine Fenster werden nicht gebaut. Wie war der Konstruktor aus, war? Und Fenster brauchen, glaube ich, auch Silikon. Da könnte sein, dass unsere Vorräte nicht gerade sonderlich groß sind. Oder vielleicht auch schon leer. So, gleich haben wir das Nugget. Na komm schon. So, wenn ich lebendig daheim ankomme, bringe ich euch 13 Golderz mit. Was machen wir mit Gold? Ich glaube, das braucht man mittlerweile für manche Dinge beim Crafting. Und ansonsten kann man immer noch Goldmünzen draus machen. Ne, schmeiß dir mal was hier hin. Warte mal kurz, das dürfte für dich sein. Da steht Katzenkörbchen drauf. Ja. Jetzt gibt mir der Schäner auch noch recht, aber ich vertone doch nur nach. Jetzt weiß ich, wo der Keim hin ist. Texturlackierpistole. Holla die Dü. Die liegt ja schon eine Weile drin. Da wieder Freude. Ja, mit was für simplen Dingen man solcher Freude machen kann, das ist gut. Unglaublich. Und mit kleinen Modellen, die man zusammenfriemeln muss, da hat er auch Freude dran. Hier ist keine Strahlung mehr. Okay. Da hinten ist der Pol. Ich sehe ihn. Da ist Tigerartig und weiß. Ich hab dich essen hören, Fina. Ja, ich brauchte mal wieder was. Er war schon wieder gelb. Hat schon wieder Kekse gegessen. Oh, da ist ja noch... Geschmeckt. Hier könnte es sich um Eisen handeln. Ist aber gerade mal genug, um sich ein paar Esslöffel zu machen, ne? Also ein paar größere Esslöffel, ne? Ja. Also, du wirst die Basis nicht wiedererkennen. Ja, weil sie jetzt wahrscheinlich schon bunt ist, ne? Ja, also noch ist er nicht bunt, aber der Boden fängt schon an, sich zu verändern. Oh Gott! Es verändert sich alles um das Wesen herum. Es bringt seine eigene Realität mit sich. Aber warum musste es gerade die Realität sein, in der die Elstern regieren? Mit König Keck, dem Zweiten. Da habe ich eben ein Blub-Geräusch gehört. Blub. Ist mal jemand so freundlich, dem Smoon Schnorchel zuzuwerfen? Ich glaube, der braucht Luft. Freundliche Dinosaurier, die mit den Federn. So, nicht, wo muss ich hin? Um sich orientieren zu können, finden genau, Sie bitte erst einmal die Theke. Komm doch zurück zur Basis, komm. Wir haben bisher noch keine Polaris-Einrichtung gefunden, ne? Hey, ich habe immerhin schon mal die Heidelberg gefunden. Ja, das ist schon mal ein guter Spot, wo wir zum Looten immer hingehen können am Anfang. Ja, aber guck das nachher, wie du kriegst. Liegt jede Menge Wasser dazwischen. Achso. Ja, nice. Dann wie bei uns auf dem Server, ne? Alle Capital Ships bis auf eins lagen im Wasser, ne? Sagen wir, die Bergeoperation wird dadurch etwas erschwert. Aber das Wasser funktioniert noch nicht richtig. Da kann man dann unten Höhlen bauen und hat dann Luft drin. Der Nachteil ist, es gibt natürlich dann auch Fallschaden. Schwupp. Gibt's zufälligerweise schon eine Medic-Station? Nein. Mist. Wäre hilfreich, ne? Da müssten wir sich nicht auf den Gemüsesaft verlassen. Oder das andere Essen. Oder die wenigen Bandagen, die wir halt schon haben. So, der Kiesel wird auch desintegriert. Silikon Ohr. Also die Folge, die muss ich dann nennen. Mein Abenteuer draußen in der großen, weiten Welt, ne? Wie ist der Planet Bazaan oder so, ne? Ja. Ja. Ein Abenteuer in den Ebenen von Bazaan. Oh, das Steinfeld. Mhm. Dann können aber in dem hohen Gras sich immer die ganzen Spinnen drin verstecken. Das ist ein bisschen ätzend. Hallo, freundlicher Dino. Ja, komm, die nehme ich noch mit. Und ansonsten sieht sie ja auch wieder aus. Ach, aber der Mond ist schön irgendwie, finde ich, auf dem Planeten. Das sage ich nur so lange, bis wir dann auch mal auf dem Mond sind und sehen, was dann dort auf uns wartet oder wie. Der Bazaan-Mond, ja. Ja. Ich meine, auf dem Planet gibt es eine Drohnenbasis und auf dem Mond gibt es eine Drohnenbasis. Also auf beiden Himmelskörpern wird man herzlich willkommen geheißen von den freundlichen Cirax. Also die kann der solche meinetwegen massenhaft wegsnipern. Mal am Ohr kratzen.
Rock Opas Woodstock. Lalala. Kann man die Folge mit besseren Worten abschließen? Höchstwahrscheinlich ja, aber ich mach's trotzdem nicht. Also, der Plan geht weiter. Ressourcen sammeln, Zeug ranschaffen. Und es zieht sich halt ein bisschen, weil unsere Ausrüstung wirklich noch nicht top ist. Es ist halt ein langer Weg, bis man erstmal so ein paar richtige Raumschiffe oder sowas hat. Aber dann geht auch alles wesentlich schneller. Allerdings tun sich ja auch dann erst weitere Gefahren auf, ne? Also wenn man im Weltraum unterwegs ist, ne? Da ist man ja nicht allein. Da gibt's auch Drohnen, da gibt's alle möglichen Raumschiffe und so. Und manche davon sind auch wirklich heftig. Also da würde ich mich nicht unbedingt trauen, die jetzt direkt anzugreifen. Aber vielleicht erleben wir ja auch irgendwann mal die Zeit, wo jeder von uns ein eigenes Capital Vessel hat, also ein großes Raumschiff. Da könnte das schon mal interessant werden, so ein richtiges Endgame Zirax Raumschiff anzugreifen, um mal zu gucken, wie das aussieht, ob man es packen kann, wie die Stärke so ist und ob sich der Loot vor allem lohnt. Weil ich kann mir vorstellen, dass man da auch einiges an Munition reinpumpen muss, ne, und Artilleriegeschosse und so, die sind ja recht teuer und ja, die andere Munition, okay, in der Menge fällt das bestimmt auch ein bisschen ins Gewicht. Naja, okay. Ist alles Zukunftsmusik. Wir müssen halt mal schauen, wie es in der nächsten Folge weitergeht. Ob wir vielleicht auch endlich mal genug Promethium zusammenkriegen. Ich bin gespannt. Ich sag vielen, vielen Dank fürs Reinschauen. Hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Und ich hoffe, wir sehen uns auch das nächste Mal wieder. Bis dann.